Hallo bei Apple Tutorials. Ja, kennen Sie das auch? Sie möchten sich eine Fernsehsendung in einer der Mediatheken anschauen und suchen sich da einen Wolf. Zuerst ruft man im Internet die Webseite des Senders aus, klickt sich zur Mediathek durch und sucht sich dann mühselig die Fernsehsendung heraus, die man sich anschauen möchte. Das geht viel einfacher mit einer Software, die ich jetzt hier beschreiben möchte, die eben auch für Mac OS 10 erhältlich ist und eine echte Erleichterung ist für alle, die sich Sendungen online anschauen möchten. Die Software heißt Mediathek View, kann man hier auf dieser Seite herunterladen, den Link blende ich auch noch ein. Und mit Mediathek View kann man am Mac das Online-Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender anschauen und auch Videos auf die Festplatte herunterladen. Die App ist sehr einfach zu verstehen, lässt sich einfach bedienen und von ARD, ZDF, Arte bis Dreisat, Phoenix, die ganzen dritten Programme ist hier alles vertreten mit Filmen, Reportagen, Dokumentationen. Also all das, was die Sender zur Verfügung stellen, kann man sich anschauen und auch herunterladen. Nicht, dass ich hier falsch verstanden werde. Es geht hier nur um das Online-Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender, nicht der Privatsender, wie hier zum Beispiel RTL, Kabel 1, Pro7 und so weiter. Ja, wenn man sich dann hier die App heruntergeladen hat, dann kann man sie sich ganz einfach öffnen, entweder über den Programmeordner oder eben ganz einfach mache ich das jetzt hier mal über die Spotlight-Suche. Falls Sie Mac-Anfänger sind, sich die App heruntergeladen, installiert haben, aber nicht öffnen können, dann schauen Sie bitte in den Systemeinstellungen im Bereich Sicherheit unter Allgemein, was Sie hier bei Apps Downloaden von eingestellt haben. Eventuell haben Sie da hier, wenn Sie zum Beispiel nur Mac App Store einstellen, eine zu hohe Sicherheitsstufe und müssten das hier gegebenenfalls ändern. Das nur als Hinweis. Ja, so sieht die App Mediathek View aus. Man hat also hier ein Fenster. Hier rechts hat man also schon eine ganze Liste mit allen möglichen Sendungen. Und dann kann ich mir hier im linken Bereich aussuchen, nach welchem Sender ich schauen möchte. Da habe ich also hier zum Beispiel die ganze Liste hier von Dreisat bis ZDF TV. Ich suche mir jetzt hier einfach mal irgendwas raus. Nehmen wir mal hier Rundfunk Berlin-Brandenburg. Dann könnte ich hier nach einem Thema schauen, also all das, was hier eben der Sender zur Verfügung gestellt hat. Was nehmen wir denn da mal hier? Die RBB-Reporter. Wenn ich einen Titel der Sendung wüsste, dann könnte ich den jetzt hier auch noch eingeben. Dann könnte ich hier zum Beispiel auch sagen, welchen Zeitraum ich suchen möchte und hier unten noch ein paar weitere Einstellungen vornehmen. Ja, jetzt haben wir hier drei Sendungen gefunden. Angenommen, die oberste ist es, die ich mir anschauen möchte. Wenn ich dann jetzt hier in die Symbolleiste schaue, dann habe ich hier einen grünen Pfeil und einen orangefarbenen Button. Mit dem grünen Pfeil kann ich mir die Sendung direkt anschauen. Ich selber mache das mit dem VLC-Player, der funktioniert ja wunderbar und tadellos. Ja, und man sieht, die Sendung geht also wirklich direkt los. Ich kann sie mir direkt auf dem Mac anschauen, läuft wunderbar ruckelfrei. Vielleicht möchte ich mir aber den Film auch herunterladen, dann gehe ich hier auf diesen orangefarbenen Button, kann mir den Film speichern und dann hier zum Beispiel den Dateinamen oder aussuchen oder wo eben der Film gespeichert werden soll. Der Download, der funktioniert da nach meiner Erfahrung ziemlich einwandfrei. Ja, das ist Mediathek View. Wer sich ein bisschen näher hier noch mit der Software beschäftigen möchte, der findet in der Menüleiste der App hier im Bereich Hilfe hier den Eintrag Hilfe und Fragen zum Programm. Darüber findet man dann ein Forum, wo man dann eben auch Fragen stellen kann. Ja, das war es dann eigentlich schon. Also für all die, die am liebsten Filme, Reportagen, Dokumentationen der öffentlich-rechtlichen Sender anschauen möchten und sich eben nicht durch diese Online-Mediatheken wühlen möchten, für die ist das, glaube ich, wirklich eine segensreiche Erfindung. Ich nutze das selber auch und ja, funktioniert bislang einwandfrei. Ja, das war's dann auch schon. Wer möchte, kann das Ganze auf appletutorials.de wie immer nochmal schriftlich nachlesen. Den Link dazu habe ich hier bzw. unter dem Video in der Videobeschreibung eingefügt. Und in der schriftlichen Anleitung findet man dann eben auch nochmal den Link, wo man Mediathek View herunterladen kann. Ja, dann wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.